Schönen Dank, Ranga. Unser nächster Referent ist Professor Dirk Helbing. Er lehrt an der ehrwürdigen ETH in Zürich und er wagt einen kühnen Blick in die Zukunft. Seit einiger Zeit reden wir von der Singularität. Gemeint ist die Grenze, jenseits der es superintelligente Systeme geben wird. Über partielle Schachcomputer, Go-Computer haben wir gerade gesprochen. Was aber, wenn es demnächst breitere und breiteste Superintelligenz in einem umfassenden Sinne geben wird? Dann werden zum Beispiel Wissenschaftler Fragestellungen, für die sie bisher Generationen brauchten, in Tagen, Stunden, Minuten behandeln können. Und dann werden vielleicht Wissenschaftler eine ganz neue Funktion bekommen, nicht mehr die Fragenlöser, sondern die intelligenten Fragensteller sein. Und wenn dann diese Intelligenz auch noch von superintelligenten Systemen übernommen wird, dann haben wir sicher die Situation, die Ranga am Anfang seines Vortrages ein bisschen berührt hat. Aber ich denke, ich höre jetzt besser auf. Feuerfrei für Dirk Helbing. Begrüßen Sie mit mir Professor Helbing. Also jeder spricht jetzt über Superintelligenz, aber was dann? Das ist die große Frage. Zunächst einmal, was wollen wir eigentlich erreichen in unserer Gesellschaft? Wir müssen unsere existenziellen Probleme lösen und das sind Klimawandel, Finanz-, Wirtschaftskrisen, Schuldenkrise, Konflikte, Massenmigration, Terrorismus und da sind wir nicht sehr weit gekommen. Und der Grund für viele dieser Probleme ist eigentlich der Mangel an Nachhaltigkeit. Wir überbeanspruchen Ressourcen, das führt zum Mangel anderswo und zu all diesen Phänomenen, die uns immer näher kommen. Wenn wir also in einer besseren Zukunft leben wollen, dann müssen wir dieses Problem bei der Wurzel packen. Das wissen wir eigentlich seit den 70er Jahren. The Limits to Growth war eine dieser Studien. Prognosen sind nicht sehr ermutigend. Und steht eigentlich ein Wirtschafts- und ein Bevölkerungskollaps bevor. Milliarden Menschen würden sterben, darüber redet man nicht gerne. Wir sind also in dieser berühmten VUCA-World gelandet. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity plagen uns jeden Tag. Was kann man tun? Da denkt man natürlich zunächst an Big Data. Mittlerweile kann man mehr oder weniger alles vermessen. Innerhalb von einer Minute werden 700.000 Google-Anfragen versendet, 500.000 Facebook-Posts und während wir einkaufen gehen, während wir uns bewegen, hinterlässt das Datenspuren und all diese Datenspuren werden ausgewertet. Man könnte eigentlich sehen, was falsch läuft und wie man diese Probleme beheben kann. Und irgendwie braucht es natürlich einen Ansatz, um mit diesen Datenmengen zurechtzukommen. Künstliche Intelligenz bietet sich natürlich an. Würde das unsere Probleme lösen? Das jedenfalls wird oft im Silicon Valley vorgeschlagen. Wenn wir nur erstmal superintelligente Systeme hätten, dann könnten die all die Probleme verstehen, für die wir zu dumm sind. Und dann lösen sich quasi alle Systeme von selber, wenn wir nur unsere Autonomie abtreten an die Entscheidungsgewalt dieser Superintelligenz. Wie lange wird es nun dauern? Im Grunde genommen sagt man, innerhalb von 20 Jahren wird es wahrscheinlich superintelligente Systeme und manche Leute behaupten, irgendwann wird sie auch so klug sein wie alle Menschen zusammen. Hier steht 2060, wenn Sie jetzt noch mal berücksichtigen, dass das Militär 30 bis 50 Jahre voraus ist, zumindest in Amerika, dann fragt man sich, wo stehen wir eigentlich jetzt? Stellen Sie sich einfach vor, Sie hätten 100 Milliarden und könnten nun Internet der Dinge mit Big Data und Cloud Computing und mit Quantum Computing und all dem verbinden. Was wäre möglich? Ja, und das passiert dann auch. Wir haben jedenfalls Systeme, die besser sind als die besten Schachspieler und Go-Spieler. Auch die besseren Arbeiter sind in vielen Bereichen präziser, billiger. Sie beklagen sich nicht, müssen keine Steuern zahlen, gehen nicht in den Urlaub. Und wahrscheinlich auch bessere Fahrer, vielleicht bessere Ärzte, was die Diagnosen angeht. Und vielleicht auch besser in der Beantwortung von Fragen.
jedenfalls jener Fragen, die bereits Antworten haben. Und nun haben wir natürlich Roboter, die können immer mehr und die können im Grunde genommen auch neue Roboter bauen, klügere Roboter. Das heißt, wir stehen eigentlich vor einer Roboter-Evolution. Es wird also neue intelligente Wesen geben, die mit den Menschen kooperieren, aber auch konkurrieren werden. Und manche gehen jetzt so weit, dass sie sich fragen, könnten wir nicht auch die ganze Welt wie eine gigantische Maschine betreiben? Nachdem wir gelernt haben, wie man Produktionsprozesse automatisiert. Und genau das ist auf dem Weg. Ja, wie funktioniert das? Zunächst einmal noch ein Wort der Warnung. Interessanterweise ist es so, dass die lebenswertesten Städte in keiner dieser führenden IT-Nationen liegen. Ja, wenn also uns das Paradies auf Erden versprochen wird, ist das mit Vorsicht zu genießen. Die Technokratie ist eigentlich nicht das System, was für den Menschen gemacht hat. Wir sind, das ist jetzt der erste Teil, der dystopische, im Grunde genommen in einer Art technologischen Totalitarismus gelandet. Und zwar, man könnte sogar sagen, eine neue Art von Faschismus ist möglicherweise auf dem Weg. Es hat all diese Eigenschaften, die Faschismus eigentlich klassischerweise hat. Das heißt, jeder wird überwacht, es gibt unethische Menschenexperimente, Social Engineering, Gleichschaltung, Propaganda, Zensur und so etwas wie eine zentralisierte Diktatur, ein Polizeistaat, unterschiedliche Bewertungen des Wertes von Menschen, eine Einschränkung von Menschenrechten und Euthanasie. So, das ist jetzt harter Tobak. Aber all das ist zum Teil schon fertig, zum Teil auf dem Weg und deswegen müssen wir tatsächlich unglaublich aufpassen, dass uns das nicht außer Kontrolle gerät. Massenüberwachung, darüber wissen Sie natürlich seit Edward Snowden Bescheid. Sie haben nur gedacht, es geht nicht um Sie, ja? Aber das tut es. Also die Daten von all den großen IT-Giganten werden ja von der NSA zusammengeschaltet. Mittlerweile haben wir auch in Deutschland die Totalüberwachung durch die Hintertür, den Staatstrojaner großflächig einsetzbar. Wir haben Gesichtserkennungsexperimente und das alles muss einem jetzt wirklich endgültig Gedanken machen. CIA-Direktor Gassant hat schon 2013 gesagt, Sie sind eine Sensorplattform. Auch wenn Ihr Handy ausgeschaltet ist, das verrät eigentlich alles über Sie. Das sind Millionen von Datenpunkten, die von Ihnen jeden Tag abgesaugt werden. Wir werden alle vermessen. Wir werden eine Profilbildung wird gemacht. Und die Frage ist, wozu soll das eigentlich alles dienen? Die Schätzungen über die Datenmengen, die abgesaugt werden von unseren Computern und unseren Smartphones, die reichen von Megabytes pro Tag und Person hin zu Gigabytes. Ja. Genau kann ich es Ihnen leider auch nicht sagen, aber egal, welche Zahl stimmt, es ist sicherlich schlimmer als all die Geheimdienste zusammen in der Vergangenheit, sagen wir, vor 10 oder 20 Jahren. Wenn Sie glaubten, Sie können Ihrem Computer trauen, dann muss ich Sie enttäuschen. Ihr Browser verrät Sie, wenn Sie die Cookies nicht akzeptieren, dann kriegen Sie im Grunde genommen keine Webseite mehr angezeigt. Das heißt, es wird alles mitgeschrieben und diese Daten entblößen alles. Wenn Sie Zeitungen im Internet lesen, dann werden Sie im Grunde genommen ausgelesen, es wird alles weiterverkauft. Und auch wenn Sie die Browserhistorie löschen, dann kennen das immer noch einige Organisationen. Und das heißt, die Frage stellt sich, was wird eigentlich mit diesen Daten gemacht? Sie sind schon Gläsern, ja? Das ist nicht Theorie. Und Firmen wie diese, Cambridge Analytica, aber es ist nicht die einzige, ist vielleicht noch eine relativ harmlose, die weiß, was sie denken. Man sagt, mit 300 Facebook-Likes kann man ihr Verhalten, ihre Entscheidung besser voraussagen als ihre Freunde, ihre Familie, ihre Partner. Und das
hat fundamentale Konsequenzen, denn sie suchen sich natürlich ihre Freunde gut aus, in dem Wissen, dass sie manipulierbar sind. Sie müssen ihren Freunden vertrauen können, dass diese Manipulationsmöglichkeit nicht gegen sie missbraucht wird. Nun gibt es aber Firmen, die kennen Sie besser als Ihre Freunde. Diese Firmen kennen Sie gar nicht beim Namen. Sie wissen nicht, was die mit Ihren Daten machen. Und Sie können diese Daten gegen Sie verwenden. Und genau das geschieht auch. Wir alle liegen im Grunde genommen auf einer Psychologen-Couch ungefragt. Es gibt also Services wie Crystal Knows, da kann man nachschauen, was die Menschen, Sie und ich, für Persönlichkeiten haben. Und das ist sehr detailliert. Charaktereigenschaften, Aktivitätsprofile, das können Firmen einsehen, das können ihre Konkurrenten einsehen, ihre Feinde. Und das ist im Grunde genommen der Grund für die Massenüberwachung. Und man verwendet diese Daten, um ihr Verhalten und ihr Denken und ihre Gefühle zu manipulieren. Es geht eigentlich zurück in die 30er Jahre letzten Jahrhunderts, das heißt gerade um die Zeit, als der Faschismus auch unterwegs war. Und da hat man Hunde und Katzen und andere Tiere versucht zu konditionieren. Man hat sie in sogenannte Skinnerboxen gesperrt und Belohnungen, Bestrafungen ausgesetzt, um sie dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Sonst hungern sie halt. Das war der Ansatz. Aber jetzt sind wir die Versuchskaninchen. Ja, wir sind in unsichtbare Skinnerboxen gesperrt worden. Das sind nämlich die Filterblasen, die unbemerkt aufgebaut worden sind. Personalisierte Informationswelten. Denn wenn Sie googeln, wenn Sie Facebook oder Twitter verwenden, wenn Sie Urlaube buchen, Hotels oder Flüge oder mit Tinder ein Date ausmachen, das ist alles personalisiert. Ihre Aufmerksamkeit wird in der Aufmerksamkeitsökonomie gesteuert. Und wenn man Ihre Aufmerksamkeit hat, dann kann man Ihre Gefühle beeinflussen, Ihre Meinung, Ihre Entscheidung und Ihr Verhalten. Sie werden also steuerbar und genau das ist das Ziel. Man verwendet hier Machine Learning, zum Beispiel Deep Learning. Es wird losgelassen auf all diese Daten, die über Sie ohne Ihr Wissen und Einverständnis abgesaugt worden ist. Big Data, Ihre persönlichen Daten. Und es wird ein digitales Double erzeugt, das sich immer ähnlicher verhält wie Sie. Und mit diesem digitalen Double kann man beliebige Experimente machen, um herauszufinden, wie man Sie dazu bringen kann, bestimmte Produkte zu kaufen oder einen Link anzuklicken, um einen Trojaner unmerklich herunterzuladen auf Ihren Computer oder vielleicht bestimmte Volksgruppen zu hassen. All das wird also möglich mit der Personalisierung von Informationen. Das ist so anschmiegsam. Die Vorschläge, die Ihnen unterbreitet werden, die sind so stark personalisiert, dass Sie gar keinen Verdacht schöpfen. Sie haben das Gefühl, es wäre Ihre eigene Idee gewesen. Und das wird nun auch eingesetzt im politischen Bereich, um unser Konsumverhalten, unser Umweltverhalten und unser Wahlverhalten zu beeinflussen. Ja, wenn Sie das jetzt für übertrieben halten, dann schauen Sie sich an, was in Singapur zum Beispiel passiert. Die sehen sich selber als soziales Labor an und das heißt, wir haben hier wieder Social Engineering. Auch das eine alte Disziplin, aber das ist längst nicht mehr so primitiv wie damals, als man im Fernsehen, als die Nationalhymne gespielt wurde, unmerklich die Reihenfolge, in der die Buchstaben eingeblendet wurden, andere Botschaften unterbewusst an die Zuschauer gesendet wurden, nämlich solche: Trust the government, God is real, rebellion is not tolerated und all diese Dinge. Das heißt, dadurch, dass wir nur 5% etwa von den Informationen, die auf uns einströmen, bewusst wahrnehmen, sind wir unterbewusst programmierbar bis zu einem gewissen Grade. Und mit Neuromarketing ist das jetzt perfektioniert worden. Da sind natürlich Millionen hinein
geflossen in Forschung, wie man tatsächlich Nachrichten exakt auf sie zuschneiden kann. Ja? Und ob die Fotos besser Frauen oder Männer sind und welche Haarfarbe sie haben sollten, wie sie aussehen sollten. Also das wird immer stärker so angepasst, dass sie manipuliert werden. Also es ist mit einigen Fug und Recht von Mind Control, von Social Engineering und der Kunst der Täuschung zu reden, was gegen uns eingesetzt wird im Interesse anderer. Es geht also um die Programmierung von Menschen, um eine algorithmenbasierte Herrschaftsformel, und viele befürchten nun, dass die Demokratie hochgefährdet ist. Sogar Cass Sunstein, einer der Väter von Nudging, hat jetzt ernsthafte Bedenken gegen diese Entwicklungen. Und tatsächlich, es geht um Gleichschaltung. Ja, hier eine E-Mail, die ich von jemandem erhalten habe, da steht: Ich persönlich finde unter gesellschaftlichem Aspekt ja den Gedanken einer Gleichschaltung von Personen, Ansichten, Meinungen interessant. Ja, und wenn man dann das Titelfoto von diesem Buch Misbehaving sieht, wo keiner aus der Reihe tanzen darf, wo jedem genau eine bestimmte Position zugewiesen wird, dann ist klar, das ist der Gleichschritt des Faschismus, der im Denken dahinter ist. Und tatsächlich ist das leider Gottes schon bis zu einem erstaunlichen Grade Realität. Und langsam wacht man auf. Also selbst Newsweek spricht von Gehirnwäsche. Das ist also sozusagen das politische System der Zukunft, was da im Hintergrund lauert. Nun, Zensur. Es gibt ja jetzt das Facebook-Gesetz, das soll ja gegen Hassrede eingesetzt werden. Aber schauen wir uns doch mal an, was tatsächlich ausgefiltert wird. Ich hatte hier getweetet: Bundestag will weitreichende Überwachung durch die Hintertür einführen. Und das ist ausgeblendet worden. Es ist also klassische politische Zensur. Ja? Und hier ein anderes Beispiel. Ein Link zu einem Artikel: Bestimmt Google bald, wem wir die Stimme geben, ist in den Spamfolder gesendet worden. Ja? Es gibt mehrere solche Beispiele. Das heißt, hier wird mit Algorithmen sehr subtil zensiert. Und man kann es auch umgekehrt machen. Man kann jetzt künstliche Intelligenz für Propaganda einsetzen. Die künstliche Intelligenz, die von Facebook und Twitter und so weiter den Newsstream bestimmt, die kann natürlich auch festlegen, welche Nachrichten sich weit verbreiten und wer was zu sehen bekommt. Und auf diese Art und Weise kann man halt letzten Endes das Mikrofon hoch oder runter drehen nach Belieben. Und das wird eben auch getan, insbesondere im Zusammenhang mit Wahlkämpfen. Brexit war eine der Situationen, die wir alle kennen, die Europa im Grunde genommen einen großen Schaden zugefügt hat. Und viele waren überrascht über den Ausgang dieser Wahl. Und dann stellte sich heraus, dass man da eben tatsächlich mit Social Bots massiv versucht hat, Menschen zu beeinflussen in ihren Entscheidungen. Und das ist nicht nur Wahlmanipulation, sondern es ist auch Marktmanipulation. Ja, über dieser überraschenden Entscheidung, was eine Kombination war von einem Polarisationswahlkampf, was zunächst mal eine 50-50-Entscheidung herbeigeführt hat, aber die Gesellschaft im Grunde genommen zerbrochen hat, dann konnte man mit der Meinungsmanipulation den entscheidenden Ausschlag geben. Und diejenigen, die diese Maschinen kontrollieren konnten, die konnten natürlich wissen, wie es ausgeht und damit diese 3 Billionen Dollar einfahren. Ja? Und die Staatsanwaltschaft hat nichts gemerkt. Ja? Aber als dann die Wahl in den USA ausging, wie sie ausging, da meinte man, vielleicht muss man doch eingreifen. Plötzlich wurde vor der Invasion der Meinungsroboter gewarnt. Sie bedrohe die Demokratie. Eine tödliche Gefahr für die Demokratie wurde diagnostiziert. Und man wolle gegen Meinungsroboter vorgehen. Aber es ist vielleicht schon zu spät. Wir sind in einer postfaktischen Gesellschaft gelandet.
Obama hat noch zum Schluss seiner Amtszeit davor gewarnt. Er sagte, das ist die Zeit um die Welt, wo fundamentale Ideen, Ideale von liberalen Demokratien attackiert werden, wo Objektivität, freie Presse, Fakten, Evidenz unterminiert werden oder sogar ganz ignoriert werden. In so einer Situation ist es nicht genug, den Menschen ein Megafon zu geben. Er appelliert an die Presse, graben Sie, finden Sie raus, was hier passiert und berichten Sie darüber. Offensichtlich durfte er es selber nicht sagen. Ja, der mächtigste Mann der Welt. Das heißt, da gibt es Kräfte, die am Werk sind, die hinter den Regierungen stehen. Auf jeden Fall sprechen wir hier über alternative Fakten. Ja, etwas, was natürlich im Zusammenhang mit George Orwells 1984 relevant ist. Und man ist heutzutage so weit, dass man YouTube-Videos in Echtzeit manipulieren kann. Also sowohl die Gesichtsausdrücke als auch das, was gesagt wird. Das heißt, man kann Geschichte umschreiben. Sie können sich eigentlich nicht mehr auf das verlassen, was im Internet ist. Wenn Sie einen Link anklicken und ich den gleichen Link anklicke, bekommen wir unter Umständen schon nicht mehr dasselbe zu sehen. So, zum Thema zentrale Diktatur. Dieses Denken kommt hierher. Chris Andersons Traum. Wenn wir nur genügend Daten hätten, sagt er, dann würde sich die Wahrheit ganz von selber enthüllen. Wir bräuchten gar keine Wissenschaften, keine Theorie mehr. Die Daten würden uns sagen, was zu tun und zu lassen ist. Ja, können wir alles wissen? Das ist die Frage. Können wir eine Kristallkugel bauen, wo wir in Echtzeit sehen können, was an jedem Ort der Welt passiert und noch in die Zukunft schauen mit Predictive Analytics? Und das wird versucht vom Militär. Ja. Und da wird nicht nur versucht, in die Zukunft zu schauen, sondern da wird auch versucht, die Zukunft zu manipulieren. Das heißt, ihr Verhalten zu manipulieren. Und sie haben keine Ahnung, in welche Richtung unsere Gesellschaft da gesteuert werden soll. Von Leuten, die nicht demokratisch gewählt sind. Ja? Kann das gut gehen? Ja? Es wird gefragt, kann man mit all diesen Informationen jetzt die Welt durchoptimieren? Kann man sie wie ein wohlwollender Diktator führen oder wie ein weiser König? Datengetrieben, datenermächtigt. Und Sie halten es vielleicht für absurd, aber ich bin bei vielen Konferenzen auf solche Denkweisen gestoßen. Und es wird plötzlich behauptet, dass die beste Regierungsform die direkte Technokratie ist. Das heißt, wir steuern auf datengetriebene, kybernetische Gesellschaften zu, obwohl es eigentlich keinen Beweis dafür gibt, dass das diese sogenannte wohlwollende Diktatur zu besseren Ergebnissen führt. Im Gegenteil, die Ergebnisse, die ich kenne, zeigen eigentlich, dass die Innovation leidet und am Ende auch die Wirtschaft. Sorgen machen muss einen, dass es Leute gibt wie Larry Page, die würden gerne gegen Gesetze verstoßen, weil sie neue Dinge ausprobieren wollen. Dann wird auch fleißig behauptet, die Demokratie sei eine veraltete Technologie. Sie habe zwar Reichtum, Gesundheit und Glück für Milliarden Menschen auf der ganzen Welt gebracht, aber jetzt wollen wir etwas Neues ausprobieren. Ja? Was kann das sein? Tony Blair selber fragt, ist die Demokratie tot? Er hat also diesen unheilvollen Diskurs auf den Weg gebracht mit. Und tatsächlich, Google möchte den Staat neu programmieren. Das heißt, man arbeitet an Betriebssystemen für ganze Gesellschaften, ja, wo wir programmiert werden, wo die Welt optimiert werden soll. Und IBM ist da auch mit dabei und Facebook ist auch nicht weniger ambitioniert. Das heißt, es geht hier tatsächlich darum, die Demokratie durch eine neue historische Herrschaftsform abzulösen. Es gibt auch in der Schweiz große Fans davon und das Vorbild ist eigentlich oft China oder Singapur. Das sind also autokratische Staaten, die sehr stark technologiegetrieben arbeiten. Und auch Leute wie Kissinger und Trudeau haben offensichtlich gesagt, dass sie die chinesische Diktatur bewundern. So, also da braut sich was zusammen. Diese Leute wollen
Geschichte schreiben. Ich habe mit einigen von Ihnen geredet. Ja, da geht es nicht nur darum, irgendwie ein tolles Produkt rauszubringen oder die größte Firma der Welt zu gründen. Da geht es um eine neue Gesellschaftsform. Ja? Und China sei attraktiver als der Westen. Das heißt, diese Leute wollen nicht nur disruptive Innovation, sie verherrlichen kreative Destruktion. Das ist übrigens ein Foto, was im Silicon Valley bei Venture-Kapitalisten hängt. Ja, das ist das Denken dieser Leute. Die Frage ist, wie weit darf eigentlich diese kreative Zerstörung gehen? Und in Deutschland ist das klar geregelt. Ja. Im Grundgesetz darf man Dinge mit Zweidrittelmehrheit verändern, aber es gibt zwei Artikel, die unantastbar sind. Und das ist die Menschenwürde. Nun ist allerdings das Bedenkliche, dass wir gar nicht wissen heutzutage, wie Menschenwürde mit Daten zu messen ist. Das heißt, in einer datengetriebenen Gesellschaft fällt das Wichtigste unserer heutigen Gesellschaft einfach durchs Raster. Das ist hochbedenklich, hochgefährlich. Und das Zweite ist Artikel 20, auch unabänderlich. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da geht es um Partizipation. Es wird auch gesagt, es dürfen sich hier keine einzelnen Personen, auch nicht Unternehmen irgendwie ermächtigen, zum Beispiel durch Technologien und uns die Steuerung, unsere Geschicke aus der Hand nehmen. Und wenn es versucht wird, dann haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Ja? Also seien Sie sich dessen eingedenk. Im Grunde genommen sind diejenigen, die diese zwei Artikel untergraben, von Gesetzes wegen als Terroristen zu verfolgen. So, Predictive Policing. Ja, dann kennen wir natürlich die Situation, dass man versucht, Leute, die jetzt ein Auto aufknacken würden oder in den Supermarkt einbrechen würden, vorher schon identifiziert und die Polizei schon zur Stelle ist, wenn die Leute dann zur Tat schreiten. Aber es geht noch viel weiter. Stichwort ist Karma Police. Das heißt, da wird vermessen, was sie tun, was sie für Videos sehen, was sie für Musik hören, das, was sie tun, ob sie bei Rot über die Ampel gehen, ob sie ihren Kredit zu spät zurückgezahlt haben, ob sie die falschen Freunde haben. Das alles gibt Minuspunkte oder wenn sie kritische Nachrichten lesen. Und das führt zu einer unterschiedlichen Wertigkeit von Menschen aus Sicht dieser Geheimdienste oder Unternehmen und zu einem Citizen Score. Ja? Der dann darüber entscheidet, was Sie noch für Rechte haben, zu welchen Ressourcen Sie noch Zugang haben und zu welchen Services. Und das ist eine neofeudalistische, totalitäre Gesellschaft, die den selbstverantwortlichen Bürger zum Untertanen macht. Ja? Und dann wundert es einen nicht, wenn es Leute gibt, die sagen, wir müssen die Menschenrechte einschränken. Hier sind nur zwei davon, man hat es in letzter Zeit öfters gehört. Und das Schlimmste ist natürlich die Euthanasie. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber wir diskutieren jetzt plötzlich wieder über die Situation, wer muss eigentlich sterben, wenn das Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen kann oder ein autonomes System nicht mehr stoppen kann, kann man dann priorisieren. Ja, es ist klar, wenn die Entscheidung zwischen Katze oder Mensch ist, dann würde wohl die Katze sterben müssen. Aber die Frage ist, soll es die Oma oder das Kind sein? Soll es der Manager oder der Politiker sein? All diese Fragen kommen plötzlich auf und tatsächlich wird hier über künstliche Intelligenz basierte Euthanasie, die dann am Ende entscheidet, wer noch Lebensrecht hat, wenn die Ressourcen knapp werden, geredet. Denn das ist das Zeitalter, in das wir schreiten. Eine Verknappung der Ressourcen, ein Zeitalter, in dem behauptet wird, dass die Ressourcen nicht mehr für alle reichen. Und das wird jetzt durchorganisiert. Ja? Also ich glaube, ich konnte Ihnen zeigen, es lauert da im Hintergrund jede Menge faschistisches Denken und neue Technologie, algorithmenbasiert und Big Data basiert,
die es möglich macht, ein solches System auf den Weg zu bringen und jederzeit einzuschalten. Und aus meiner Sicht braucht es eigentlich eine Notoperation. Ja? Das heißt, Juristen und Journalisten und alle anderen müssten jetzt eigentlich einschreiten und sagen, das ist der falsche Weg, so darf es nicht sein mit der Digitalisierung. Nun, leider Gottes sind viele in die Irre geführt worden. Oft muss Klimawandel, mangelnde Nachhaltigkeit, Cybersecurity herhalten als Begründung, dass wir jetzt alle Ressourcen und Menschen überwachen müssen. Aber hier ist eine E-Mail von jemandem, der es wissen muss, von einem Technologieunternehmen, der genau weiß, was künstliche Intelligenz und Cognitive Computing kann und was nicht. Ich frage ihn nochmal, was waren diese zwei Dinge? Er erzählte mir, bis 2036 können Supercomputer, künstliche Intelligenz eigentlich alle Menschheitsprobleme lösen, außer zwei. Und ich hatte vergessen, was das zweite war. Also er sagt, Klimawandel und Cybersecurity. Also gerade diese zwei, die herhalten müssen als Begründung für die Massenüberwachung, die kriegt man damit nicht in den Griff. Also alles nur eine riesengroße politische Täuschung. So, offensichtlich müssen wir völlig anders rangehen an diese Sache. Ja? Wir stehen vor einem neuen historischen Zeitalter. Ja? Und da wird sich das Denken ändern, das werden sich die Institutionen ändern. Wenn Sie glauben, Digitalisierung betrifft nur schönere, schnellere Smartphones, eine Million Apps mehr, die man irgendwie nutzen kann und neue Businessmodelle und Services. Nein, also sämtliche Branchen werden fundamental neu erfunden, sämtliche Institutionen, das Geld, das Finanzsystem, die Wirtschaft, die Gesellschaft selber, all das wird sich ändern. Aber wie? Ja? Und eine Sache ist wichtig. Ich meine, wenn sich plötzlich die Gesellschaft und die Wirtschaft so ändert, dann verkrampft man sich leicht. Man merkt, es ändert sich, man möchte festhalten an dem Alten, was man kennt. Und das führt aber eben oft zu Kriegen und Revolutionen. Aber wenn dieser Übergang in dieses neue historische Zeitalter eine Art Geburtsprozess ist, dann muss man es passieren lassen. Ja? Man muss loslassen, damit es gut geht. Sonst wird es eine Totgeburt. Ja? Also wir müssen tatsächlich die Probleme, die wir haben, mit einem neuen Denken angehen. Denn das Alte hat sie ja offensichtlich nicht lösen können. Und ich beginne hier mit der Ökonomie. Wir brauchen ein partizipatives Informations- und Innovationssystem. Alle sagen natürlich jetzt, wir wollen auch ein Silicon Valley in Berlin und in Tel Aviv und in Zürich und was weiß ich noch überall. Aber Digitalisierung funktioniert exponentiell. Was die Rechenleistung angeht, Datenmenge, künstliche Intelligenz wächst exponentiell. Wenn Sie jetzt mit 15, 15 oder 25 Jahren Verspätung die gleiche Beschleunigung zustande bekämen, das heißt, genauso viel Geld investieren können, genauso viele gut ausgebildete Leute, die genauso hart arbeiten und all das, der Abstand würde immer noch größer. Sie können damit nicht aufschließen. Ja? Das heißt, es braucht ein völlig anderes Wachstumsgesetz, sonst sind die Milliarden, die Sie investieren, tatsächlich versenkte Milliarden. Das kann nicht gut gehen. Gut gehen kann nur ein schnelleres Wachstumsgesetz und ein solches ist das kombinatorische Wachstum. Wenn es möglich wird, bestehende Produkte und Services zu neuen Produkten und Services mit minimalen Hindernissen zu verbinden, zu kombinieren, dann können wir letzten Endes auf das aufbauen, was alle anderen vorher gemacht haben. Und das führt zu einem wesentlich schnelleren Wachstum. Es geht also um Befähigung von Menschen, dass sie bessere Entscheidungen treffen können, dass sie kreativer, innovativer sein können, dass sie sich leichter koordinieren können und kooperieren können. Ja? Und das würde dann zu einem Informations- und Innovationsökosystem führen, eine Art Sharing Economy 2.0, wo sich jeder mit Wissen, Ideen, mit Produkten und Services hindernisfrei beteiligen kann. Das muss das Ziel sein. Das heißt, wir müssen dieses alte Schrebergärtchen-Denken, was wir noch aus der materiellen Ökonomie kennen, ablegen.
Die digitale Welt ist nicht materiell, sie ist unbegrenzt. Ja, die Ideen sind das Entscheidende. Wir müssen uns hier nicht um begrenzte Tortenstückchen schlagen, sondern Information wird mehr wert, indem man sie teilt. Das heißt, wir müssen lernen zu teilen. Völlig neuer Ansatz, diese Wir-Gesellschaft, von der vorher die Rede war. Wie können wir es machen? Wir können lernen vom Regenwald. Wie funktioniert dieser unglaubliche Überfluss in die Diversität eines Regenwalds? Ja, die Bäume lassen nach einiger Zeit ihre Blätter fallen. Und das produziert Humus. Und auf diesem Humus gedeiht dann alles. Das heißt, wenn wir anfangen würden, nach 2 Jahren, innerhalb denen wir 95% von allem Gewinn gemacht haben, unsere Daten zu teilen, unsere Algorithmen zu teilen, also Open Sourcing mit einem Zeitdelay, dann könnten Sie jede Menge Geld machen in der proprietären Phase und danach könnten alle anderen profitieren. Aber Sie würden auch profitieren, und zwar von allem, was alle anderen vor 2 Jahren gemacht haben. Das würde also unglaubliche Möglichkeiten aufschließen. Ja? Und wir könnten eine irrsinnige Innovationsrate zustande bekommen. Denn wir müssen innerhalb von wenigen Jahrzehnten tatsächlich unsere Wirtschaft zur Hälfte umbauen. Die alte Ökonomie funktioniert mit Rationalisierung. Die neue digitale Ökonomie basiert auf Co-Kreation. Informationen, die Sie einsperren in einem Tresor, die nützen Ihnen überhaupt gar nichts. Information funktioniert völlig anders als Gold. Indem Sie teilen, wächst der Wert. Und nun führt das natürlich mit dieser kombinatorischen Innovation zu einer Lage, wo selbst die exponentielle Beschleunigung von Prozessorleistung und Datenmengen nicht mehr mithält mit der kombinatorischen Komplexität. Und damit kann man diese Systeme nicht mehr top-down steuern, sondern es braucht ein neues Prinzip und das ist die Selbstorganisation. Das heißt, wir müssen weggehen von dieser Welt der Überregulierung, über die sich natürlich ohnehin jeder beklagt, hin zu einer Welt, wo wir Systeme bauen, die den Leuten helfen, automatisch das Richtige zu tun. Und man staunt, wie gut Selbstorganisation funktionieren kann, selbst in einem Land wie Ägypten. Nun ist natürlich die Frage, warum funktioniert das völlig ohne Ampel und Verkehrsschild? Und der Grund ist das Design. Sie haben hier eine Einbahnstraße vorne, hinten eine Einbahnstraße in die entgegengesetzte Richtung und dazwischen ein Puffersystem, in dem Sie Ihre Geschwindigkeit anpassen können. Das heißt, Sie kommen immer genau zu dem Zeitpunkt an, wo eine Lücke im Verkehr ist. Und obwohl das ein hochdiverses System ist, funktioniert das ohne Stoppen, hocheffizient. Ja? Und solche Systeme können wir jetzt bauen. Ja, mit dem Internet der Dinge. Das heißt, 300 Jahre nachdem Adam Smith mit dieser Idee daherkam, der unsichtbaren Hand, dass sich die Dinge von selber organisieren, können wir tatsächlich Systeme bauen, wo die Selbstorganisation funktioniert, indem wir Feedbacks einbauen. Echtzeitmessung braucht es, Echtzeitfeedback, um auf diese Art und Weise die Interaktion zwischen den Systemelementen so zu verändern, dass die Selbstorganisation wünschbare Ergebnisse produziert. Und das haben wir gemacht in ganz konkreten Beispielen. Wir haben also ein Verkehrsleistungsassistenzsystem gebaut, das auch in Autos getestet wurde. Das hat letzten Endes diese Stop-and-Go-Wellen überwinden sollen, die zustande kommen dadurch, dass hier einzelne Fahrzeuge kleine Störungen im Verkehrsfluss produzieren, die sich dann aufschaukeln. Das haben wir die Fahrzeuge ausgestattet mit Radarsensoren, die den Abstand und Relativgeschwindigkeit messen und die Fahrzeuge etwas anders fahren lassen. Man kann dadurch den Verkehrsfluss stabilisieren, man kann auch die Kapazität erhöhen und damit den Stau loswerden. Das kann man ähnlich auch in Städten machen, selbstorganisierte Ampelsteuerung, wo die Verkehrsströme die Ampeln steuern statt umgekehrt, funktioniert erstaunlicherweise viel besser als die Verkehrsleitzentralen, weil es nämlich ein NP-hartes Optimierungsproblem ist, also hochkomplex
Und flexible Anpassung an die tatsächliche Situation ist hier unglaublich erfolgreich. Und ähnliche Denkweisen verbreiten sich in Elektrizitätsnetzwerken, Stichwort Smart Grids, und auch in der Industrie, wo mit dem Internet der Dinge die Produkte mit den Maschinen reden können, die Produkte mit den Produkten und so weiter und so fort. Und das kann man im Grunde genommen auch auf die Gesellschaft selber anwenden. Ja, wir wissen seit Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom, dass Self-Governance effizient sein kann, wenn nur das Design richtig ist. Ja? In einer hochdiversen Welt brauchen wir natürlich Interoperabilität. Und wie bekommen wir die zustande? Ja, digitale Assistenten können das leisten. Die sollten wir natürlich selber ein- und ausschalten können. Wir sollten die Ziele vorgeben können. Sie sollten uns Angebote machen. Wir sollten entscheiden. Die digitalen Assistenten sollten helfen. Und tatsächlich, Smartphones sind ja universale Tools, können wir eigentlich vernetzen, um ein globales Messsystem zu bauen, das uns hilft in Katastrophen aller Art, aber auch in Alltagssituationen, die uns sagen, hier ist eine Gelegenheit, die du beim Schopf packen kannst. Systeme, die uns warnen vor Gefahren, Systeme, die uns helfen, Transaktionen vorzubereiten. Und dann würden wir quasi in Zukunft dank dieser digitalen Assistenten, die unsere Ziele unterstützen und die, nicht die eines Unternehmens oder der Regierung, quasi durch das Leben flutschen mit allen möglichen Gelegenheiten, die sich uns bieten, statt die Situation, die wir heute haben, wo sich uns Gesetze in den Weg stellen und uns das Leben schwer machen. Also die Zukunft könnte wirklich wunderbar sein. Und in einigen Fällen muss man natürlich Kompromisse finden, das ist klar. Da geht es darum, das Wissen und die Ideen von vielen möglichst optimal zu kombinieren, kollektive Intelligenz zu erzeugen. Das braucht Diversität, das braucht diverse Perspektiven, die man zusammenführen muss. Und das Überraschende ist, dass die Kombination der besten Lösungen mit schlechteren Lösungen zu noch besseren Lösungen führt. Das ist vollkommen überraschend, aber in komplexen Systemen ganz normal. Und darum geht es bei digitaler Demokratie, genau dieses Zusammenfließen von verschiedenen Ideen und Perspektiven zu ermöglichen, um Lösungen zu finden, die für möglichst viele Menschen funktionieren. Und mit neuen Plattformen wie Deliberatorium, nicht etwa Facebook, kann man diese Sachen unterstützen. Und dabei ist es wichtig, Wertepluralismus zu beachten und die Werte in die Technologien einzubauen. Ja, wertesensitives Design, ja, Privacy by Design, Democracy by Design, all das ist möglich. Und es geht darum, hier Politik, Regionen insbesondere um die Welt mit Politik, Wissenschaft und Vertretern der Bürger tatsächlich in Verbindung zu bringen. Eine Sache, um die Weltprobleme anzugehen, die ja, wie ich anfangs sage, wirklich riesig sind, ist so naheliegend, dass man sich fragt, warum haben wir das eigentlich noch nicht gemacht? Das sind die Städte-Olympiaden. Wir konnten eigentlich alle 2 oder 4 Jahre die Städte gegeneinander antreten lassen, die energieeffizientesten, umweltfreundlichsten, klimaschonendsten, sozialverträglichsten, nachhaltigsten, krisenfestesten Lösungen zu finden in verschiedenen Disziplinen. Es gibt verschiedene Gewichtsklassen, Kleinstädte, Großstädte und so weiter. Die Ergebnisse, die von Wissenschaftlern, Ingenieuren erfunden wurden, die von Medien begleitet wurden, die von Unternehmen verkauft wurden, von Politikern verbreitet wurden, unter Mobilisierung der Bevölkerung. Ja, diese Ergebnisse würden sich weltweit verbreiten, idealerweise mit Open Source. Das heißt, wir würden irrsinnige Fortschritte machen. Wir könnten tatsächlich wegkommen von einer Situation, wo wir 50 Tonnen in einem Leben an Abfall produzieren. Tische, Schränke, Computer, Fahrzeuge, Smartphones, Dinge, die für 5 Leute genug wären. Das heißt, es gibt keine Ressourcenkrise, es gibt nur eine schlechte Organisation der Ressourcen, die wir auf diesem Planeten haben. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft, eine Sharing Economy. Und die haben wir durch gesetzliche Regulierung nicht zustande bekommen. Aber wir können neue Marktkräfte erzeugen, indem wir jetzt mit dem Internet der Dinge billig all diese Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt messen können. Und da haben wir ein Projekt, an dem wir arbeiten, in diese Richtung. Und dann
Anreize geben, bestimmte Dinge zu verstärken und andere Dinge abzuschwächen, also zum Beispiel Abfallstoffe wiederzuverwerten, umweltfreundlich zu produzieren. Das würde alles Geld einbringen, verschiedene Sorten von Geld. Das heißt, Geld wäre nicht mehr eindimensional, sondern es gäbe CO2-Geld, Lärmgeld, Aluminiumgeld und so weiter und so fort. Und auf diese Art und Weise könnten wir eine Echtzeitsteuerung komplexer Systeme ermöglichen, und solche Systeme kann man jetzt bauen mit Blockchain-Technologie. Also die Abfälle würden sich melden, die würden sagen, hier gibt es Ressourcen, ich kann wiederverwertet werden. Und wenn man das tut, würde man Geld verdienen. Das heißt, hier würden wir auch wieder die Werte einbauen in unser Finanzsystem, die gesellschaftlichen Werte. Und um tatsächlich die Innovation zu boosten in dem Maße, wie wir es nötig haben, müssen wir ein neues Finanzierungssystem für Innovation haben. Heutzutage stecken wir 60 bis 80 Milliarden pro Monat in Quantitative Easing, macht die EZB, ähnlich die Fed. Und nichts hat es bewirkt, jedenfalls nicht für die Wirtschaft. Davon profitieren nur sehr wenige. Das heißt, hier wird eigentlich Geld verschenkt, öffentliches Geld verschenkt an Private, wo Staatseigentum also an wenige verschenkt wird. Und tatsächlich hat Karlsruhe auch inzwischen gemerkt, dass da was im Argen ist. Wenn wir diese 2,4 Billionen investiert hätten in Innovation, wenn wir das auf Ihr Konto überwiesen hätten als Investmentprämie, die nicht für Sie ist, um das Geld auszugeben für Konsum, sondern um zu investieren in neue Technologien, neue Ideen, in umweltfreundliche, sozialverträgliche Projekte, in Nachbarschaftsprojekte und so weiter und so fort. Also das Geld von unten eingespeist hätten, so dass wir alle hätten mitentscheiden können, welche Innovationen auf den Weg kommen. Und zwar pluralistische Innovation, nicht nur Innovationen, die kompatibel sind mit den alten Businessmodellen, die ja die Weltprobleme nicht gelöst haben. Ja, wie schnell kämen wir dann zu der besseren Zukunft, die wir alle verdienen würden? Also Sie sehen, es wird sich, es muss sich einiges ändern und es muss sich schnell ändern. Wir brauchen diese Kreislaufwirtschaft, wir brauchen die partizipative Sharing Economy, demokratischen Kapitalismus, sozial-ökologische Finanzsysteme, digitale Demokratie und diese Städte-Olympiaden, die würden wirklich einen großen Unterschied machen können. Und wir sind mitten in dieser Transformation unserer Gesellschaft. Es ist wie so ein Verpuppungsprozess. Ja? Lassen Sie los, machen Sie mit. Das ist das, was geschehen muss, und damit sage ich, es ist Zeit, dass wir es gemeinsam anpacken. Vielen Dank. Ja, schönen Dank, Herr Helbing. Da sieht man, was ein Professor an Weltsicht entwickeln kann. Das ist eben eine besondere Position, wenn man in einer ETH sitzt und die Literatur vor sich hat, das Weltgeschehen vor sich hat, die Dinge, die wir betrachten, vor sich hat und dann wirklich frei denken kann und mal loslassen kann. Nicht? Das ist eine wunderbare Position, die wir als Professoren haben. Sie haben, wenn ich das richtig zusammenfassen konnte, im ersten Teil die Orwellsche Zukunft gemalt. Und im zweiten Teil wären, glaube ich, die Vokabeln, die ich nehmen würde. Sie haben sie auch verwendet, als Überschrift von Sharing und von Selbstorganisation gesprochen. Nun erleben wir ja gerade schon in dieser Welt eine gewaltige Evolution von Sharing. Wikipedia, das ist ja klar, das kennt jeder, und vieles, vieles andere. Und natürlich gehört auch Facebook, die Social Media dazu und. Also Sharing ist schon mächtig unterwegs. Und nun schafft aber gerade Sharing auch die Konflikte mit dem Orwellschen Staat oder der Orwellschen Zukunft. Ich glaube, Sie haben uns noch mal mächtig in unser Gepäck von Fragen für heute Nachmittag zugeladen. Und ich denke, wir haben Zeit für eine oder vielleicht anderthalb Fragen jetzt direkt an Sie. Ganz drängende Kommentare oder Fragen, eine bis anderthalb. Schießen Sie los. Ja, bitte, Herr Laufenberger.
Herr Professor Helbing, Sie haben mich entsetzt, ob des Vergleiches der heutigen Realität mit den faschistischen Systemen und ihrer Vorgehensweise. Und ich glaube, Sie haben uns alle erschrocken. Wie können wir Sie gewinnen, um in der Enquete-Folge-Kommission für Technikabschätzung mitzuwirken und unsere Politiker zu beraten, ob der Gefahren, die da lauern? Ja, ich sehe sehr wohl, dass es hier Verantwortung wahrzunehmen gilt und die nehme ich in verschiedenen Kommissionen wahr. Gerne bin ich bereit beizutragen, damit wir in diese bessere digitale Zukunft kommen, die meiner Meinung nach auch viel leistungsfähiger ist, weil sie tatsächlich das volle Potenzial von uns allen mobilisieren würde. Ja. Vielen Dank. Ja, noch eine. Bitte. Also es gibt ja im Moment seit einigen Wochen intensive Diskussionen. Elon Musk ist da der bekannte Redner in dieser Richtung, dass man künstliche Intelligenzen eben regulatorisch einfangen muss, dass es eine Massenvernichtungswaffe ist und so weiter und so weiter, die reguliert werden muss. Wie ist da Ihre Haltung? Also wir sind natürlich als Menschen zunehmend im Hintertreffen. Ja, für uns gelten viele Gesetze, für künstliche Intelligenz gelten sehr wenige Gesetze. Ja. Wir haben einen Pass, eine Identität. Die künstliche Intelligenz oder Roboter haben das nicht, brauchen das nicht. Sie können im Netz unterwegs sein, anonym und sich einmischen. Sie müssen keine Steuern zahlen. Ja. Sie können immer mehr Dinge machen, wie die Menschen machen können. Sie können auch Menschen umbringen, also autonome Waffensysteme zum Beispiel. Aber wir haben nicht die Verantwortungskette, um sicherzustellen, dass diese Systeme nicht missbraucht werden können. Also es gibt hier schon Regulierungsbedarf. Und ich glaube, wo wir hinkommen werden, ist, dass für AI-Systeme bestimmte Regeln gelten werden, wie sie zu bauen sind. Dass aber auch dieser Gesetzeswust, der sich über die Jahrzehnte aufgebaut hat oder sogar über Jahrhunderte, die uns einschränken in den Möglichkeiten, abgebaut werden. Man wird wahrscheinlich dahin kommen, dass man sagt, die Rechte müssen irgendwie proportional sein zu der Verantwortung, die man wahrnimmt. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Aber es braucht einen neuen Ansatz. Ja? Das glaube ich schon. Schönen Dank, Herr Helbing.